Wir kommen heute mal wieder zu einer Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. Das nächste in der Runde ist jetzt wieder Transport Defender. Ich bin mit meiner Drohne jetzt so weit, dass meine Devices Level 500 überschritten haben und ab Level 500, zumindest sobald ihr das Upgrade natürlich auf den Gold- oder Gelb-Status erreicht habt, steht auch der dritte Slotplatz wieder zur Verfügung. Das heißt also, die Grenze ist erstmal bei 500 und da habe ich mich jetzt erstmal eine ganze Weile aufgehalten, um letztlich genug Items ranzuschaffen, die ich dann kaputt machen konnte, um dann die Gems zu bekommen, damit ich jetzt hier alle Items eben mit dem dritten Slot ausstatten konnte. Also zumindest die Weapon Part Items und die Cargo Items. Für die anderen habe ich dann so nebenbei, also das ist jetzt noch ein Projekt, um das hier nach und nach dann noch auszutauschen, um eins der L-Cargos von 1.1 auf 3.1.15er umzuwandeln. Aber das habe ich jetzt erstmal nicht weiter forciert. Das war einfach nur, weil das Ding halt jetzt schon aufgetaucht ist. Weil ich war nämlich gerade auf der Suche zunächst noch nach dem letzten Weapon Part Item. Da habe ich es jetzt auch geschafft, endlich das 12. Item auszustatten mit Weapon Parts. Und hatte mir jetzt noch überlegt, ob ich jetzt noch eins anfange, hier zum Beispiel die 4-4 auszutauschen, um 3-6er reinzumachen. Aber es war nicht absehbar, weil normalerweise sind die sehr, sehr selten gekommen. Und nur weil ich jetzt noch ein Battery-Update brauchte, habe ich tatsächlich jetzt noch zwei von den Dingern in Reserve. Also mal sehen, wann ich die brauche, wann ich die verwenden kann. Das ist zumindest die erste Neuigkeit hier im Spiel. Eben, wie gesagt, dieser 500. Level ermöglicht den dritten Item-Slot. Und ansonsten steht natürlich wieder an, jetzt der nächste Sentinel-Reset. Das heißt, die aktuelle Runde ist dann jetzt soweit zum Ende gekommen. Ich habe fast die Sektoren verdoppelt, also von 685.000 auf 1,2 Millionen oder 1.281.000 bin ich jetzt aktuell. Was die Sektoren angeht, jetzt gilt es natürlich erstmal, das Quacking-Timer-Protokoll wieder auszuschalten. Von den Sentinel-Points sieht es im Moment schon ganz gut aus. Also das erste Upgrade werde ich auf jeden Fall hinbekommen. Ich muss mich dann noch entscheiden, ob ich zum einen dieses Sentinel-Protokoll in der ersten Stufe freischalte, was halt auch 250 Punkte wären. Alternativ könnte ich an der Stelle auch lieber noch ein zweites Sentinel-Level machen, weil das heißt von auf 16 dann. Oder eben mehr Punkte in Killer-Protokoll und Mercen-Protokoll zu investieren. Die Sache ist halt, die Boni haben mit Sicherheit nicht den Effekt gehabt wie das Upgrade hier. Mal nochmal gucken. Also hier habe ich aktuell 18.000 Exponenten, während mir hier das Damage, hier werden mir das Killer-Protokoll ja gerade mal 6.000 Damage aktuell insgesamt liefert. Deswegen sind hier die Upgrades nicht so entscheidend. Interessanter sind da tatsächlich die Sentinel-Level insgesamt. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie viel zu den 640 noch dazukommen. Das heißt, dafür machen wir jetzt noch einmal eine Umrüstung. Aber erst brauche ich tatsächlich noch die restlichen... also es dauert jetzt noch 15 Minuten, bevor ich das tatsächlich starte, weil sonst kann ich die Weapon Points danach wieder nicht vernünftig nutzen, weil es gibt natürlich auch wieder eben Boni, also hier die 204, mit 5 hoch 16 werden die relativ schnell wieder aktivierbar, aber hier gibt es natürlich auch deutlich teurere, die auch jetzt noch nicht so weit aufgelevelt sind, dass die alle Boni ermöglichen. Da kann ich jetzt natürlich nochmal unterbrechen, kann hier nochmal den Shop-Basket aktivieren. So, während die jetzt zu Ende läuft, werde ich dann, sobald die durchgelaufen ist und ich hier schon mal die ersten Upgrades wieder reingehauen habe, also 510 ist jetzt aktuell das Target. Mal gucken, wie weit bin ich denn hier schon? Okay, da bin ich auch noch nicht durch mit 510. So, dann kann ich hier schon mal weitermachen, kann hier schon mal die Weapon Parts ausgeben, um das weiter aufzuleveln. Im Moment mit 4200 schaffe ich mit einem Upgrade knapp 3 Level. Den Transfersektor, der ist jetzt auch schon höher, das heißt, den könnte ich jetzt genauso gut auch auf 80.000 heben, wobei ich wahrscheinlich kein Reset mehr machen werde. Mit 1 hoch 18 ist im Moment da natürlich auch nicht viel zu holen, weil ich ja die anderen Boni aktuell drin habe.
So, ist der durchgelaufen? Ja, der ist durchgelaufen. Das heißt, dann tausche ich das jetzt erstmal alles aus. Und wir nehmen jetzt erstmal die Cargo-Boni rein, weil die Cargo-Boni sind natürlich jetzt auch nochmal leicht angestiegen, weil ich die mit dem Upgrade von den Orangenen, die jetzt ja auch alle auf Lila sind, schon mal auf 1,3 nochmal ausgetauscht habe, soweit es möglich war. Also gucken wir mal, hier 1,3 und 1,3. Für die war das Level selber ist ja jetzt nicht so relevant. Das ist bei den Batteriesachen spannender, dass dort entsprechend hohe Level verwendet werden. So, das war das Cargo-Modul. Hier ist Cargo-Spend. So, schauen wir mal, auf welchen Gesamtwert der inzwischen dann kommt. Ich glaube, Exponent hoch 8 oder irgendwo in der Dreh war das beim letzten Mal. Im Zweifelsfall nochmal beim letzten Video nachschauen. Da könnt ihr es dann am einfachsten nochmal vergleichen. So, also im Moment der Cargo-Bonus bereits bei 8 hoch 7. Und dann kommt natürlich noch, ich habe noch eine Batterie aktiviert, okay. 164% auf dreifache Cargo-Chance. Das heißt eigentlich, wenn ich die später eingesetzt habe, müsste ich... Okay, die hat aber jetzt nur 13 Benutzungen, weil ich natürlich die nicht dran gedacht habe, die Batterie-Uses reinzunehmen. Also deswegen wird die relativ schnell vorbei sein, aber okay. Jetzt noch die beiden rein. Und damit ist bei 1 hoch 8. Also muss ich später nochmal dann auch anschauen. Das ist auf jeden Fall der Faktor, mit dem ich jetzt nochmal die Cargos ausgeben kann. Und dafür jetzt hier am besten gleich in die Weapon Parts investieren. Damit ist natürlich auch das schon erheblich minimiert. Mal gucken. Puh, es sind also noch 127 jetzt dazugekommen. Also das hat sich schon mal wieder gelohnt. Was eben wie gesagt auch damit zu tun hat, dass jetzt hier noch ein paar von 1,25 auf 1,3. Ich glaube, es sind jetzt keine schwächeren mehr als 1,3 tatsächlich drin. Und das macht natürlich auch einiges aus. So, dann nehme ich die jetzt wieder raus, damit dort nichts verloren geht. Und tausche jetzt das wieder auf die Weapon Parts um. Und mal sehen, wie viel Weapon Parts letztlich jetzt hier dann möglich sind. Also jetzt natürlich ohne die Multiplikatoren ist es nur bei 7600. Ohne dass die richtigen Items drin sind. Jetzt habe ich natürlich nicht genau im Kopf mit 13.200 irgendwo in der Dreh. Mal sehen, ob sich dieser eine Bonus mit, glaube 21%, mal gucken, auf welchen Wert er sich tatsächlich bezieht. Ich glaube nicht, dass es jetzt tatsächlich um irgendwie 2.000 nach oben geht, sondern es ist halt nur wieder der Basiswert, der da multipliziert wird. Das heißt, so hoch wird der Anstieg jetzt nicht spürbar werden. Und wenn es also irgendwo bei 200 war, dann sind es vielleicht jetzt 600, 650 Punkte mehr. Also nicht ganz so viel, aber schon spürbar. Jetzt machen wir dann gerade mal noch die 13 Missionen komplett, damit die auf jeden Fall sinnvoll genutzt sind und ich dann auch genug Zeit habe, um wieder aufzusteigen, um dann die Cargos nach dem Reset zu aktivieren. Und ich denke, das sollte sich ganz gut machen lassen dann. Also das Quacking Timer Protokoll kann ich jetzt wieder aktivieren, weil ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren, weil meine Batterien sind schon wieder draußen. Das heißt, da kann ich den einfach weiterlaufen lassen. Und der sollte auch ganz gut in der Lage sein, jetzt dort... Gut, ich kann zwar nicht viel Cargo einsammeln, aber ich kann auf jeden Fall weitere Resets einsammeln, die ja auch einen weiteren Bonus aktivieren. In der Zeit, während ich das andere abwarte, können wir hier nochmal durchschauen. Also Destroyer-Kills sind auf jeden Fall noch weiter am Laufen. Die sind noch nicht auf Maximum. Klicks sind auf jeden Fall automatisch schon durch die Autoklicks letztlich vervollständigt. Weapon-Levels gibt es auch noch einiges zu tun. Fehlen noch 5 Stufen. Boss-Kills ebenso. Fehlen noch 9 Stufen. Color-Crystals hatte ich ja schon längst vollgekauft. So eben deswegen Kill-Transfer-Repeat. Und deswegen ein weiterer Transfer ist immer hilfreich. Und da fehlen aber auch noch eine ganze, ganze Menge. Das heißt, da bin ich jetzt bei Stufe 14 von 20. Dann der Exterminator.
Alien Kills, okay, die tauchen ja jetzt im Moment nicht ganz so häufig auf wie zu dem Event. Leider ist halt schon lange kein Update mehr passiert. Es ist auch seit meinem letzten Video auch nichts weiter dazugekommen. So, das heißt, jetzt sind wir auf 510, das heißt, sind nur noch mal 30 Weapon Parts jetzt dazugekommen. Die Kollektoren, klar, die Features und die Reassemblies habe ich ja alle schon aktiviert. Da bin ich auf Maximum. Interessant ist, dass das Money dann bereits schon mit dem Maximum überschritten ist, obwohl die anderen halt noch weiter hochskalieren. Die Activations, gut, die werden, ja zumindest die drei, immer automatisch ausgelöst. Die anderen werden halt immer dann, wenn er bei den Bossen zumindest stecken bleibt. Insofern ist es immer ganz hilfreich, doch ziemlich am Ende zu sein. Und das nach dem Maximum, was er hier als Bonus möglich macht, also 3375 oder 3775 irgendwo in der Dreh, dass wenn er danach dann stecken bleibt, natürlich mehr Abilities aktiviert werden. Das ist dann schon sehr praktisch, dass es auch automatisch weiter hochgeht. So, Iron Man, OPS ist erledigt, Gambler, ja, das Rerolls habe ich schon ausgegeben. Mit hoch 9 ist das ja eine vernachlässigbare Cargo-Menge gewesen. Dafür hat es einen Cargo-Multiplikator gehabt. So, Sentinel-Level werde ich dann auf jeden Fall abschließen. Das heißt, da kommt nochmal ein Damage-Multiplikator dazu, wenn ich dann Level 15 erreicht habe. So, Epics ist abgeschlossen, Drohnen-Missionen sind abgeschlossen und das andere auch. Das sind vor allen Dingen eben das, was durch den normalen Grind eben Kills und Resets dann noch benötigt wird. Was dann noch eben noch eine ganze Weile weiterläuft. Und letztlich von den Errungenschaften, kann ich da gleich mal reinschauen. Die letzte Errungenschaft jetzt mit 1,2 Millionen. Also Complete Sector 1.200.000. Das ist abgeschlossen am 28. Mai. Also auch schon wieder ein bisschen her. Und seitdem habe ich halt mit der Drohne eher diese anderen Sachen aufgefüllt, weswegen die Drohne halt im Level nicht angestiegen ist und sich somit auch keine weiteren Sektoren mir jetzt erschließen konnte. So, der nächste ist halt dann eben 130.000 und letztlich die Steam-Errungenschaften enden dann bei 2 Millionen. Das sind dann auch das letzte, alles andere ist ja schon soweit erledigt. Und dann mal sehen, was es in dem Spiel noch ja, zu tun gilt. Inwieweit ich dann zumindest auch hier im Spiel wieder noch die Sachen vervollständigen möchte. Eben, dass zumindest diese Sachen hier, die Achievements, die hier markiert sind, weil die haben auf jeden Fall keine Entsprechung mehr bei Steam, aber die ich natürlich dann trotzdem abschließen möchte. Das andere ist dann die Frage, nach dem Aufmaximieren aller Fähigkeiten oder alle Features, die dann halt möglich wären, da ist natürlich mit Hail to the King als letzten. Das dürfte um einiges dauern, bis das maximiert ist. Gleichzeitig kommen noch die Sachen hinzu, die über die Prestige Points freigeschaltet werden können. Also ihr seht, 20 habe ich jetzt aktuell zur Verfügung. Ich habe einige ausgegeben und es sind auch die Prestige Points haben ein Maximum. Das heißt, bei zum Beispiel das Feature, also 341, also ist jetzt hier nicht mehr sichtbar, weil es nur eine Stufe hatte, für den Recharger. Battery Discharge Champ. Ich glaube, es ging sogar von 2500, was das Original war, auf um 5000 Level nach oben. Oder es ging um 2500 Level nach oben. Auf jeden Fall war es ein sehr signifikanter Wert für dieses Level. Aber es gab halt nur ein Update. Das heißt, auch das mit dem Total Cargo Spend kommt hier mit der Rechnung, glaube ich, überhaupt nicht hin. Weil die Werte, die dann tatsächlich ausgegeben wurden nach so einem Prestige-Update, sind deutlich höher als das, was hier angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob nach einem Reset die Werte dann wieder korrekter angezeigt werden, weil die von Anfang an dann eingerechnet werden. Leider steht hier nicht, wie hoch das Maximallevel sozusagen für diese Prestige-Option ist. Das heißt, keine Ahnung, ob die alle enden oder ob manche sozusagen beliebig hochskalierbar sind, um irgendwie einen Dauergrind zu machen. Ja, also wie gesagt, schade. Da fehlt eine wichtige Information aus meiner Sicht, um einzuschätzen, okay, hier kann ich noch 5 Stufen, hier kann ich noch 3 Stufen Prestige Points investieren, weil die ja eben mit jedem Abstieg, also hier habe ich schon Prestige Level 5, hier gerade mal Level 1 und viele habe ich im Weiteren auf 0, weil ich ja die Sachen eben noch nicht aufmaximieren konnte, weil die an der Stelle im Moment einfach noch zu teuer sind.
für die Cargos, die ich aktuell einsammeln kann. So, hier haben wir die nächsten Updates. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange es dann tatsächlich dauert und ob es dann noch einen vierten Item-Slot gibt oder einen fünften und so weiter. Und natürlich auch, wie lange es dauern wird, um den zu erreichen an der Stelle. So, das heißt, die 10er sind schon wieder durch. Das heißt, dann kann ich hier schon mit der nächsten Stufe anfangen, mit dem 12. Hier fehlen mir auch noch wieder 7 Punkte, bevor ich dann den nächsten Weapon Parts Update nutzen kann, weil ich eben immer noch das Weapon Part Update als am sinnvollsten erachte, weil mir einfach die Drohne die meisten Schadenspunkte gibt und die L-Cargo, der Multiplikator ist einfach so gering für die Kosten, da ich denke, dass ich mit dem Aufwerten der Drohne tatsächlich sehr viel schneller hier die Faktoren hochbringe. Weil immerhin jedes von diesen Feldern jetzt schon 55-facher Multiplikator hat, was im Vergleich zu dem, was hier dann von 3 auf 0,2 mal 10, das sind genau die 2, das heißt auf 3,2 würde das gerade mal ansteigen. Also das ist ein sehr, sehr geringer Faktor im Vergleich zu dem, was ich über die Drohne bekomme. Nur für die Weapon Parts gibt es halt neben den Features wenig Möglichkeiten, das sonst noch deutlich zu steigern. Also deswegen jede Chance nutzen, um die Drohne noch schneller voranzubringen. So, mal gucken, wo ich jetzt überhaupt aktuell ankomme. Also den Sentinel Stadiensektor kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal hochsetzen und versuche natürlich da das Maximum mitzunehmen, weil der Wert erhöht sich ja leider erst, wenn ich tatsächlich den Sentinel Level hochgehoben habe. Das heißt, ich falle zumindest, natürlich nicht bis ganz nach unten, sondern nur 500.000 Level nach unten. Und auch wenn ich dann nach der Konfiguration, also nach dem Sentinel Reset, nicht wirklich in der Lage sein werde, diesen Sektor zu schaffen, ist es sehr viel einfacher, hier halt dann die paar Sektoren oder die paar tausend Sektoren runterzuspringen, um dann die, den Grind hier zu aktivieren, damit das Ding in der Lage ist, die ganzen Sachen abzubauen. Weil ich starte ja auch wieder mit etlichen Cargos, die ich dann erstmal auch in die Features investieren kann, um dann schnell Damage wieder aufzubauen und den dann bis eben an die 800.000 dann wieder ranzuführen. So, dann kann ich das schon mal umwechseln, weil da werde ich dann gleich mal die Cargo-Sachen drin lassen. Vielleicht bringt es ja für den Reset sogar was. Aber auf jeden Fall ist Cargo jetzt wieder angesagt. Also, Sentinel Reset. Auf zur nächsten Stufe. Jawohl. Ja. Also, Stufe 15. Damit hier der Damage-Bonus nochmal maximiert auf 1 hoch 5. Da waren, glaube ich, vorher nur 40.000, also schon ein erheblicher Bonus, der da auch nochmal aktiviert wird. Ja, also mein DPS ist aktuell bei minus 4 hoch 109.000. Ist natürlich mit 593.000 ein guter Witz, da irgendwie weiterzukommen. Aber nichtdestotrotz, das hat geklappt. Dann kann ich gleich schon mal schauen, wie sich jetzt hier, jetzt habe ich hier 200 und habe jetzt schon 15 pro Stunde. Das gefällt mir natürlich umso besser, weil es natürlich auch ermöglicht, dann mehr Punkte zu speichern und natürlich auch schneller zu bekommen. So, jetzt gilt es aber zu entscheiden, 256 für das nächste Level oder 250 hierfür. Oder beides. Also letztlich das Prestige-Protokoll. Es ist jetzt nicht so relevant, es tatsächlich zu aktivieren, weil ob ich jetzt da 10.000 mehr oder weniger habe, ist ja eben nur erstmal eine Stufe. Und das Maximale sind ja gerade mal 100.000 weniger. Und da ist mir im Moment tatsächlich wichtiger, das Sentinel-Level erstmal anzuheben. Und mal gucken, wie sich hier die Werte jetzt machen. 210, okay, nur 10 Punkte dazu und 0,63. Gut, das scheint auch weniger zu werden, aber okay. Und die restlichen Punkte werde ich dann tatsächlich statt in das Prestige-Protokoll. Mal sehen, wie viel Sentinel Points ich beim nächsten Mal habe. Aber dann lieber erstmal hier noch ein bisschen investieren.
Leider kann ich ja hier wieder nicht den Multiplikator nutzen. Das heißt, ich muss das wieder einzeln eingeben. Aber das heißt, ich habe 140 Punkte für jedes mindestens zur Verfügung. Dann legen wir mal los und geben die hier ein. So, das macht zumindest relativ einfach, da ja außerdem ein Protokoll jetzt nichts weiter zu aktivieren wäre. Und immerhin, 11.000 müsste ich nachher nochmal vergleichen, was der Anfangswert war, also vor allem vor dem Nutzen des Sentinel-Upgrades. Und 326 sind dann jetzt für das, beziehungsweise 288 und dann noch 326 für zwei weitere Level. Also mal sehen, wie weit es beim nächsten Mal wieder für zwei Level reichen sollte, aber wahrscheinlich eher nur für eins, weil es war jetzt nochmal eine Kombination ja auch daraus, dass ja, die Multiplikatoren hier hochgegangen sind. Also mit dem Cargo Spend Bonus mit 1,3 ist natürlich auch ein relevanter Faktor gewesen, weil ansonsten hätte das wahrscheinlich nicht jetzt so viele Sentinel Points gegeben. Also, das ist der erste Teil. Ausgabe der Sentinel Points. Jetzt gilt es natürlich, die Cargos, die zur Verfügung stehen, auszugeben. Und da ist natürlich die Frage, wie viel. So, mal gucken, kann ich hier schon welche maximieren natürlich wieder für... Ja, also da sind mehrere gut maximierbar. Und mal sehen, wie schnell das Ganze dann eben auch auf Autopedo... Oh, das war ein zu großer. So, das kann ich gleich mal wieder disablen. So, hoch 7, hoch 5 ist kein Problem. Aber mit dem hoch 9 sollte ich auf jeden Fall aufpassen. So, zumindest habe ich jetzt schon auf jeden Fall wieder einen positiven Damage-Wert. Die weiteren Upgrades sollten eh ziemlich schnell möglich sein. Sobald der erste Reset gelaufen ist. Aber dazu muss ich jetzt natürlich erstmal ein bisschen runtergehen und schauen, bis hier zum einen das Autobahn natürlich aktiviert wird. Das heißt, mal gucken, da 100.000 sollte da kein Problem sein. Genau, der kauft jetzt gerade erst nach. Mal gucken, wie weit er damit kommt und wie viele Level ich dann tatsächlich runter muss. Oder ob er gegebenenfalls in der Lage ist, mit dem Exponenten, weil ich weiß nicht mehr, wie stark jetzt... Ah, ja, doch, er schafft's. Okay, das heißt, ich muss gar keine Level runtergehen. Das heißt, allein mit der Konfiguration schafft er es trotzdem schon, hier entsprechende Sachen einzukaufen. Lass uns mal auf 1 Million stehen. Er kann ja eh dann auch fragmentarisch kaufen. Gibt zumindest dann in Kürze ein Update dazu. So, jetzt muss ich natürlich das... untersetzen. Es ist ja egal, ich muss den Sektor sowieso erst neu durchlaufen. Das heißt, ich kann jetzt auch bei 797.000 resetten. Und ich habe sowieso aktuell gar nicht die Möglichkeit, so hoch zu resetten, weil ich natürlich die Sachen noch nicht gekauft habe. Also setzen wir mal auf 797. Dann sollte ich in 50 Leveln in der Lage sein, zu resetten. Genau, bei sie oder vielmehr 80 Level brauche ich ja von dem Startwert her. Und dann hätte ich schon 1 hoch 84. Mal gucken, wenn ich jetzt runtergehe, verliere ich dann Cargo. Ja, da verliere ich 2 Zehnerpotenzen. Also das war das, was ich beim letzten Mal nicht so richtig zeigen konnte. Upp. Ah, jetzt ist er wieder hochgesprungen, weil er nämlich die kritische Grenze schon... Ach nee, der hat jetzt schon resettet. Naja, ist egal, ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Aber das war eigentlich genau der Effekt, dass wenn man das dann weiter runtersetzt, dass er dann langsamer wird. Aber egal, jetzt kommen wir erstmal aus den vollen Schöpfen. Mit dem Hoch 21 gibt es da sozusagen kaum Halten. Weil damit kann ich natürlich sehr viel mehr Upgrades aktivieren. Okay, schalten wir erstmal das Funny-Zeug aus. So. Sector Confirmation brauche ich nicht. Game Debuff brauche ich auch nicht. Firing Rate brauche ich schon gar nicht. El Cargo ist noch nicht aktiviert. Aber soll natürlich auch nicht aktiviert sein. Aber die drei schon mal deaktiviert. Die Drohne-Sachen
Kann ich hier zumindest gleich mal reinholen. Genau, nur Weapon Drone, also Weapon Drops ist okay, aber natürlich hier Device Drop will ich auf jeden Fall disablen, weil ich natürlich, wenn ich weitere Devices hole, will ich auf jeden Fall was haben, sonst bekomme ich ja nichts. So, Weapon Parts. Ach genau, ich habe ja natürlich noch nicht alle Feature jetzt in der Liste, weswegen es dann noch recht günstig ist. Aber machen wir erstmal die Feature, die da sind und gucken dann, die nächsten Feature zu aktivieren. So, dann wird die aktuelle Liste schon angenehm kurz. So, mal gucken, also das Sentinel Reset ist ja jetzt schon wieder aktiv. Okay, er braucht natürlich noch eine Weile, bis er da angekommen ist, weil die Geschwindigkeits- oder die Beschleunigungssachen noch nicht wieder aktiviert sind. Also gucken wir mal weiter, wo dann die wichtigen Sachen noch kommen. Genau, hier Waves per Sektor, das sind natürlich entscheidende Geschwindigkeitsvorteile. So, da sind natürlich auch die El-Cargo-Multiplikatoren wieder wichtig. Die Batterie werde ich erst reinnehmen, wenn ich tatsächlich wieder einigermaßen auf dem Maximum angekommen bin, was auch das Cargo angeht. Genau, hier habe ich noch die Wave-Skip-Chance dann, auch wenn die da jetzt schon relativ teuer ist. Genau, das Overdrive kann ich gleich noch soweit deaktivieren, weil die Handbremse habe ich jetzt eh schon drin. Muss ich dann gleich mal noch die anderen Sachen durchgehen. Ah ja, genau, jetzt bin ich schon bei dem normalen Cargo-Einkommen, das mir halt die 20er ermöglicht. Das heißt, dann kann ich die 19er hier oben auf jeden Fall schon mal mitkaufen. Und ich kann natürlich auch erstmal einen Teil davon in die Cargo reinpacken, damit ein bisschen Cargo zurückgehalten wird. Und jetzt hier wieder meine Gruppen durchgehen. Das sind jetzt die Sachen, wo ich dann gucken muss, was ich disablen und enablen muss. So Adrenalin-Rush brauche ich natürlich dann nicht mehr, weil ich brauche ja auch, ich mache ja auch keinen Max, also keinen Overdrive, nutze ich ja weiter nicht dann. Genau, damit können die disabled werden, die mit Overdrive zu tun haben. Das mit dem Klicken ist auch nicht relevant. So, der Money Squad ist okay, weil das ist ja jetzt schon auf 100%. Transfer kommt raus. Die Coins, wie gesagt, da bin ich unsicher. Manchmal sieht es so aus, als würden sie funktionieren, manchmal nicht. So, das Money Limit kommt raus, weil der soll natürlich 100% einkaufen können. So, Auto Buy ist eh an, das heißt disablen. Und das auch wieder disablen. So, genau, hier ist der Overdrive Lock, ist eingeschaltet. Und daher Empty Room ist entsprechend aktiv. Der kommt natürlich raus, weil die Maus normalerweise nicht down ist. Und auch hier wieder das mit dem Klicken. Ja, das ist okay. Dass die MK-Level gleichmäßig verteilt werden. Gut, jetzt geht es erstmal noch darum, die weiteren Features zu holen. Mal gucken, wie weit die jetzt eigentlich... Also, wo steckt der jetzt wieder? Ah ja, genau. Also von 304 bis 365. Das heißt, es sind eigentlich nur noch knapp 61 Sachen, die so noch nicht gekauft werden. Ah ja, genau. Die muss ich hier vorne freischalten, genau. Kein Problem. Dafür ist auf jeden Fall schon genug da. So, dann kann ich gleich mal noch den Multiplikator hier vorne aktivieren. Genau, ein paar Color Crystals kaufen, das kostet ja auch, also beziehungsweise bringt auch einen gewissen Bonus. Color Crystals, okay, 1,6 hoch 10, weil da hätte ich eigentlich ganz gerne eine rundere Zahl. 2 hoch 10, das reicht erstmal. Dann die MK Upgrades, da kann ich ein bisschen weniger kaufen, aber 1 Million sind es jetzt. Mal gucken, schauen wir mal die Waffen an. Also wir haben jetzt 27.000, glaube ich 1 Million dazu, sind 50.000 mehr. Ist schon eine ganz ordentliche Summe und steigt natürlich auch kräftig an. So, die Rerolls, die habe ich ja hier schon komplettiert. Ich weiß nicht, ob die Rerolls tatsächlich noch einen Unterschied machen. Aber einmal kann ich es ja kaufen, mit 1 Million reicht das aus. So, jetzt noch die Crewmember.
Die lassen sich natürlich nicht ganz so schnell maximieren, weil ich bis hoch 33 noch nicht komme. Aber so, die ersten 10% Bonus. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Also 30% geht auf jeden Fall. Okay, einen Autotransfer muss er jetzt schon gemacht haben. Da kann ich auch gleich auf 800 gehen und dann den Reset machen. Auch manuell, ist ja egal an der Stelle. So, also wie weit sind wir jetzt durch? Hier ist jetzt bloß noch der eine zu kaufen, aber der soll eh aktiv bleiben. Und die kann ich dann auch schon maximieren, das ist egal. Es gab noch einen, aber den habe ich glaube ich nicht hier drin. Der Multiplikator, der vom Cargo abhing. Aber genau, das ist Empty City. Das passt, das soll ja nicht deaktiviert werden, das soll nur Cargo eingespeichert werden. Was ich dann jetzt gleich mal wieder machen werde. Und dann nur das ausgebe, was aktuell zur Verfügung steht. Gut, also die restlichen Features weiter aufkaufen. So, mal gucken, ob die neuen Features, wie viele davon jetzt noch niedrig genug sind, um direkt gekauft zu werden. Da sind wir dann auch langsam durch. Dann brauche ich jetzt den nächsten Reset, um dort signifikant mehr einzukaufen. Mal gucken, habe ich hier jetzt noch eine... Okay, das war nur der Previous Transfer. Das heißt, da sind wir auch schon jetzt um 2 Zehner Potenzen weiter angestiegen wieder. Mal gucken, ob ich irgendwo sehen kann, wie viele Cargo ich tatsächlich beim letzten Mal... Ja, das ist das Cargo Spend, was halt mit dem Multiplikator berechnet wurde, aber nicht das reale... Also eher das Cargo Gain, das ist hoch 27 habe ich bisher bekommen. Das heißt, das ist die Größenordnung, wo ich vorher gelegen bin. Also irgendwie 2 Zehner Potenzen jetzt aktuell drunter noch. Aber ich hoffe mal, das wird auch relativ schnell dann ansteigen. Genau, hier schon die erste Weapon Part. Und es sind eben noch das Problem, dass die jetzt noch 4000 Punkte drunter sind. Also deswegen war die Notwendigkeit, dass ich erst die Weapon Part Deliveries fertig mache. Einfach um genug Zeit und Puffer zu haben, bis die Boni wieder alle aktiviert werden können oder zumindest größtenteils aktiviert werden können. Weil manche werden natürlich ein bisschen mehr brauchen, bis hier die Weapon Parts, das ist alles in der Drohne, genau, bis die hier alle wieder aktiviert sind. Also Shop Basket war vorhin das, was wir dann zuletzt noch auf 20% hochgepusht haben. Okay, gleich haben wir den ersten Autotransfer. Dann gibt es auch noch ein bisschen mehr Cargo, als hier zur Verfügung steht. Und dann dürfte es auch soweit mit dem Sentinel Reset abgeschlossen sein. Das heißt, es wird wieder eine Weile dauern, bis dann die nächsten Stufen zur Verfügung stehen. Und ich dann den nächsten Reset wieder mit euch machen werde. So, okay, jetzt haben wir die Cargo zur Verfügung. Ah, okay, jetzt sind sie erst angekommen. So, ein bisschen davon, also 1 hoch 25 werde ich aufheben, um die dann in die Frozen Cargo zu packen. Nehme ich die mal kurz raus und schaue dann, dass ich die rechtzeitig wieder einpacke. Aber kann jetzt hier erstmal weiter die Feature maximieren, weil wir sind jetzt ein paar Zehner Potenzen drunter. Da haben wir genug Puffer, um das alles aufzukaufen. So, das sind jetzt natürlich noch die ganzen Damage-Sachen. Die werde ich jetzt noch nicht alle aufkaufen, weil ich will erstmal vor allen Dingen die vielen kleinen Level abschließen. Okay, so langsam nähe ich mich dem letzten. Okay, da wäre ich jetzt direkt dann schon da. Und hier per Klick, das ist jetzt alles nicht so wichtig. Gut. Dann werde ich jetzt erstmal mit Level 1 die Sachen aktivieren, damit auf jeden Fall die Minimalboni zur Verfügung stehen. Und dann gucke ich mal, dass ich diese 1 hoch 25, dass ich die Sachen bis dahin ausgebe. 1,5. 3,3. So, und die Rest kommen in die Frozen Cargo. So, die nächste Stufe ist jetzt dann, ja, sind jetzt erstmal wieder bei 25. Mal gucken, welche Cargo-Boni es noch gibt. Die sollten natürlich noch möglichst frühzeitig aktiviert werden. Aber klar, da sind jetzt die Limits relativ schnell gesetzt. Aber der Space Hamster ist auf jeden Fall eine Priorität dann. Was haben wir denn jetzt noch übrig? Also Damage und Money ist klar. Das wird mich eh die ganze Zeit begleiten. So,
So, dann hier Multi-Kermit, Overdrive Max ist auch eher uninteressant. Das kann ich alles wieder abschalten. Starting Sektor, Starting Money. Ja, die Skip Chance, da bin ich mal gespannt, inwieweit die jetzt das korrekt kalkuliert. Weil, ja, 1 hoch 26 ist das jetzt, was dort tatsächlich ausgegeben werden muss. Achso, na klar, kann ja jetzt gar nicht so hoch werden, weil ich habe ja die L-Cargos drin. Also deswegen sollte man vom Bonus her gar nicht mehr so weit entfernt sein. Aber ich werde die jetzt nicht extra austauschen, um danach zu schauen. Weil an sich ist das ja jetzt hier schon der letzte gewesen, den wir vorhin aktiviert haben. Beziehungsweise, nee, der Shop-Basket war der letzte. Naja, schauen wir mal. Also ich werde es dann sehen, wenn ich die das erste Mal wieder nutze. Wahrscheinlich erst morgen wieder, wenn die Drohne wieder neue Weapon-Parts liefern soll. Und ansonsten kann ich den jetzt erstmal weiter in Ruhe laufen lassen. Es wird wieder eine ganze Weile dauern, bis da was signifikant erreicht ist. Und mal gucken, ob ich tatsächlich wieder nahezu eine Verdopplung schaffe. Wenn ja, dann ist es, wie gesagt, mit den Sektormissionen auf jeden Fall vorbei. Das heißt, die Steam-Errungenschaften sind dann abgeschlossen. Aber ich denke, ich werde es auf jeden Fall noch weiter laufen lassen, bis ich auch die anderen Sachen maximiert habe. Wenn natürlich nachher irgendwie hier nichts mehr Relevantes übrig ist. Keine Ahnung, wie lange der tatsächlich noch braucht, um hier die weiteren Stufen für die Kill-Sachen und die, gut, die Waffenlevel, das hängt wieder nur von dem Money ab. Das steigert mich mit der Zone ziemlich schnell. Die Transfers, mal sehen, wie schnell die dann hier hochgehen. Also wenn die weiterhin um 3000 steigen, dann dauert das auch noch eine ganze Weile, aber mit 6 bis 7 Minuten oder vielmehr mit 7 Minuten, 8 Minuten pro Durchlauf, sollte das auch kein Problem sein, das in absehbarer Zeit zu vervollständigen. Gut, also soweit für heute von Transport Defender. Wieder mit dem nächsten Sentinel Reset und die Info, dass ab Stufe 500 der Items dann der dritte Slot zur Verfügung steht, um die Gammon dort reinzulegen.